Mehr als 300 Millionen Euro soll das angeklagte Ehepaar aus Greven von Investoren in Deutschland eingesammelt haben für die Kryptowährung OneCoin, die nur ein riesiger Bluff gewesen sein soll. Weltweit sollen Hunderttausende betrogen worden sein. Einer davon, dieser Rentner. Seinen Namen sollen wir nicht nennen. 3000 Euro hat er investiert, das war vor 5 Jahren. Ich fühle mich beschissen, weil ich das überhaupt gemacht habe. Im Nachhinein. Deswegen habe ich das ja auch sein lassen jetzt, einen Schlussstrich zu ziehen, um dann praktisch versuchen, das, was ich da noch reingesteckt habe, zumindest rauszubekommen. Kopf des weltweiten Schwindels, die in Deutschland promovierte Juristin Ruja Ignatova. Mit opulenten Shows wie hier im Londoner Wembley Stadion hat sie die Kryptowährung OneCoin beworben. Sie wurde nur die Crypto Queen genannt. Über ein Pyramidensystem von Zwischenhändlern sollen etliche Milliarden Dollar eingesammelt worden sein. Ein Teil davon in Deutschland von dem angeklagten Ehepaar aus Greven. Für ihr Geld bekamen die Investoren Prospekte und so etwas wie Gutscheine für die Kryptowährung OneCoin. Geködert auf mitreißenden Verkaufsveranstaltungen. Ja, weil da Leute vorgestellt worden sind, auch die zigtausende Coins haben. Das wurde ja dort auch gesagt. Es können ja nicht alle so dumm sein, die da drinnen sitzen, Selbstständige, Freiberufler, das sind Finanzmarkt und das sind ja alles an Berufen dabei. Und da habe ich mir gedacht, okay, machst du auch mit. OneCoin knüpfte 2015 an den Boom um Bitcoin an, ohne eine tatsächliche Währung zu sein. Investoren sollten neue Kunden werben, bekamen dafür wieder Gutscheine. Ein fiktiver Kurs wanderte immer weiter nach oben. Anwalt Johannes Bender vertritt ein Dutzend geprellter Opfer. Die meisten hatten schlicht keine Ahnung von Kryptowährungen. Da sind ganz andere Gruppen angesprochen worden als internetaffine Menschen, sondern eben Menschen, die eigentlich damit bisher nichts zu tun hatten. Technisch und wirtschaftlich stand hinter OneCoin nichts. Nach Ruja Ignatova, der Initiatorin von OneCoin, fahndet auch das FBI seit 2017 weltweit. Neben dem Ehepaar aus Greven steht in Münster auch ein Münchner Anwalt vor Gericht. Der Vorwurf gegen ihn, millionenschwere Geldwäsche. Die Angeklagten ließen die Vorwürfe über ihre Anwälte zurückweisen. Für den Prozess in Münster sind 50 Verhandlungstage geplant.